Ja, hallo Freunde, gucken wir uns mal die Korallen an. Eigentlich bin ich ganz zufrieden und erzähle euch mal, was jetzt gerade hier Phase ist. So, wenn wir uns jetzt die Anlage angucken, dann sieht die erstmal aus wie immer. Es hat sich eigentlich auch gar nicht so viel getan. Also am Setup, am technischen Setup ist alles wie gehabt. Das Einzige, was jetzt für mich positiv neu ist, ist, dass die biologischen Prozesse tatsächlich im Laufen sind. Generell ist die Situation immer noch so, dass wir hier eine Nährstofflimitierung drin haben. Das heißt, Nitrat und Phosphat bewegen sich immer an der Nachweisgrenze. In der letzten ICP hat sich gezeigt, dass Phosphat mit 0,02, 0,03 unterwegs ist. Das wäre jetzt in einem Riffaquarium, wäre das eigentlich super. Hier fehlt uns eben noch die allumfassende Biomasse. Deswegen das kritisch ist, weil wenn das aufgebraucht ist, das kann ja relativ schnell passieren, dann und nichts eben durch die Dosieranlage regelmäßig nachkommt, dann haben die Korallen ein Problem. Aber ich will jetzt gar nicht sagen, da sind wir dran. Sind wir nämlich gar nicht. Das macht die Biologie von ganz alleine. Ich steuere so ein bisschen gegen, gebe noch ein bisschen Nährstoffe zu und das war's. Gucken wir mal zu den Akros. Da hat nämlich auch was getan. So, Akroporen. Warum zeige ich euch diese hässlichen Dinger hier vorne? Zum einen, die sind gar nicht hässlich. Das sieht jetzt so aus. Die können farblich, können die natürlich noch mehr, aber das untere hier, das da, das sind zwei Ableger von der Chuidu. Und das da, das ist ein Ableger von der Miss Pac-Man. Was ist hier dran jetzt besonders? Die stehen hier auch schon lange drin, also auch schon, als es Probleme mit den Nährstoffen gab. Und die kommen wieder. Na, das ist, wenn ihr euch hier die Chuidu anguckt, die hat Polypen draußen und die hat auch schon wieder so ansatzweise Farbe, die soll mal rosa werden. Und die Pac-Man da, das ist ein ganz, ganz empfindliches Tier. Das ist eine Carduus, die fliegt mir zu Hause bei der kleinsten KH-Schwankung, fliegen wir da immer ganze Stöcke ab. Und die hier, die wächst. Ne? Also die steht hier drin und die hat oben eine Wachstumsspitze und die schiebt. Und auch wenn das nur eine ganz kleine Koralle ist, in diesem ganzen Riesending hier, ist das ein super Indikator. Wenn es der Carduus gut geht, dann ist nicht alles falsch. Also, ihr seht hier die Abrotinoides. Die ist ein bisschen, hat die gelitten. Die ist ja nämlich auch schon relativ früh drin, also auch eben aus der Zeit, wo die Nährstoffe und die Spurenelemente noch nicht so richtig drin waren. Und deswegen seht ihr, die ist zwar relativ fit, aber, also sie hat Farbe, sie ist grün, sie hat rote Spitzen, so wie es sein soll, aber sie hat kaum Kelche und die Polypen sind auch nicht so richtig draußen. Schon, aber eben nicht so puschelig. Und an den Spitzen zeigt sie jetzt diese Fäden, die da rausgucken. Wenn diese Fäden rauskommen, dann ist das eine Stressreaktion. Das heißt, die Koralle reagiert damit auf etwas, was gerade im Wasser los ist. Das ist eine Abwehrreaktion. Und ja, das heißt, hier ist jetzt eine Veränderung im Nährstoffgehalt. Zumindest, also wie soll ich das erklären? Ich kann es nicht genau machen. Also ich kann euch sagen, ich beobachte das immer wieder, wenn halt eine harte Nährstofflimitierung vorliegt und dann partikuläre Nährstoffe ins Wasser reinkommen, dass dann manche Korallen so reagieren und ihre Filamente raushauen. Das könnt ihr dann bei euch auch sehen. Also beziehungsweise wir haben in der letzten Zeit wieder, ich schreibe hier viele Leute an, übrigens so viele, dass ich es nicht schaffe, auf jeden einzugehen. Es tut mir furchtbar leid, es sind so viele Zuschriften. Ich mache mir bei den E-Mails immer ein rotes Fähnchen dran und nehme mir vor, die dann zu beantworten. Ich schaffe es nicht immer und auch bei Facebook, Insta und WhatsApp, das geht halt einfach leider manchmal unter. Nehmt es mir nicht übel, es ist zu viel. Es sind teilweise tatsächlich über 20 Leute am Tag, die sich da melden. Und wenn du für jeden eine halbe Stunde brauchst, um das Thema zu ergründen, das Problem zu ergründen und abzuarbeiten, dann bist du ja schon bei 10 Zeitstunden pro Tag. Das geht einfach leider nicht. Also sorry, nehmt es mir nicht übel, wenn ich nicht überall darauf antworte. Genau, aber in der letzten Zeit habe ich auch wieder Leute angeschrieben, haben das gleiche Phänomen gehabt. Also meinten, da hängen so Fäden aus meinen Akroporen raus. Ich sage, was ist passiert? Ja, nichts eigentlich, Becken steht gut. Sag ich, passiert das beim Füttern oder beim Scheiben? Ja, genau dann. Okay, prima. Hast du mal Phosphat gemessen? Ja, nicht nachweisbar. Da, zack, habt ihr es. Wisst ihr Bescheid. Also Nährstoffe auf Niveau bringen, auf Niveau halten und dann wird das auch besser. Gut, was haben wir noch? Gucken wir mal. Ja, seitdem wir das letzte Mal reingeguckt haben, ist ja auch schon wieder 3 Wochen her. Da haben wir hier auch die Austera gefilmt und da war die Austera schon okay. Wenn er die jetzt anguckt, die schiebt, das ist wieder so, wie ich es von der Austera kenne. Austera, einfache Acropora, eigentlich ganz schön. Das Gewebe, wenn jetzt noch ein bisschen mehr Nährstoffe drin wären und ich nochmal die Spurenelemente angleichen würde, nächste ICP wird dann diese Woche, nee, kommt ab Montag schicke ich wieder Wasser für eine ICP ein. Dann wird da nochmal der letzte Feinschliff gemacht, dann kriegt ihr auch nochmal ein bisschen mehr Grün in die Grundfarbe rein, aber ihr seht vorne an den Spitzen,
die wächst. Ne? Alles, was sich da so farblich abhebt, das ist so in den, oder ja, das ist so ein Beige abhebt, das ist in den letzten 3 Wochen gewachsen. Da sind also pro Woche ungefähr 5 bis 7 mm draufgekommen. Ja, das ist echt irre, was diese Koralle für ein Wachstum an den Tag legen kann. So, diese wunderschöne Acropora, die habe ich euch letztes Mal ja schon gezeigt. Und die kriege ich hier mit dem Makro drauf, kriege ich die kaum noch richtig ins Bild, weil sie so schiebt. Ja, schon geil. Spitzen setzen sich ab, Gewebefarbe kommt wieder, die sollte dann so violett-lila werden und mit den weiß-braunen Polypen da drauf und dann diesen gelben Spitzen, die ist geil. So, ach hier, guck mal, da. So sieht das aus, wenn eine Acropora wächst. Dass ich das überhaupt sagen muss. Aber es sind tatsächlich Kunden, die mich angeschrieben haben, meinten, die Korallen, die gehen kaputt von der Spitze aus. Sag ich, Mist, ist ja Lebendtiergarantie bei mir. Tja, Freunde, das sind Wachstumsspitzen. Also wenn ihr von mir eine Acropora kriegt, dann kann das durchaus sein, es tut mir furchtbar leid, dass die Wachstumsspitzen hat und dass sich die Spitze oder dass sich eben die Basalscheibe von der Färbung vom Rest der Koralle abhebt. Was bei Tieren von mir auch sein kann, gut, jetzt hier im Görzweg nicht, weil wir nur T5 drüber haben, ist, dass durch den hohen Strahlungsstress, also sprich durch das Licht, was ich da drauf baller, dass die von oben eine andere Farbe haben als von unten. Das heißt, von oben sind die meistens bunter und sind die meistens heller. Und dann kann es sein, dass die innen drin auch mal ein bisschen fleckig werden, weil eben so viel Licht drauf ist. Was jetzt aber nicht schlimm ist, weil solange das Tier wächst, alles in Ordnung. Dann, das hier, ach so, hier, die da. Eine Millepora, die fast kaputt war. Und die jetzt hier im Görzweg wieder zu sich kommt. Das ist auch geil. Die fängt, also die wächst noch nicht so richtig, aber ihr seht, die Farben kommen wieder. Die ist unten, war die degeneriert? Sieht man das? Nee. Die habe ich auf jeden Fall von dem Stein, wo sie aus Bali gekommen ist, getrennt und hier auf meine großen Flanschen draufgeklebt. Und die kommt jetzt auch farblich wieder. Ich hoffe mal, das ist mal so ein Wettrennen zwischen sie kommt oben und sie löst sich unten auf, dass sie schnell genug Kraft schöpft, um wieder richtig gut zu stehen. Und hier sehen wir auch, das ist eine Citrus Fruit, die kommt, die steht in Farbe. Also dadurch, dass ich hier nur die T5 drüber habe und ja, Olli Pritzel schickt mir immer wieder Ideen zu, wann es denn jetzt die Stratons gibt, aber es gibt leider auch kein konkretes Datum, beziehungsweise werden die Daten, die er mir nennt, immer wieder gerissen. Ist mir auch egal, ja, Anlage läuft, Korallen leben. Kriege halt dann die Straton, wenn sie fertig ist. So, genau, also Citrus läuft, dann ist hier noch so eine, es soll angeblich eine Bloody, wie heißt die? Bloody Sunshine? Nee, Bloody Sunrise von Worldwide Coral sein. Mein Kollege Mike hat mir die vorbeigebracht. Ich sage, das ist eine Crazy Tea, aber ach, ist egal, ist eine schöne Monty, lass mal wachsen. Ein paar Ableger davon habe ich auch schon, die muss ich mal abfotografieren, kommen in den Shop. Neu mit drin hier ist diese Hyacinthus Red Planet, brauchte zu Hause Platz. Ich habe 3 von diesen, ja, sind Stöcke, also das war ein Stock, den habe ich fragmentiert. Der ist mir einfach abgebrochen, zu groß, ist zu schwer geworden für das, wo er angeklebt war. Und 3 von diesen Dingern habe ich, und zu Hause wird einer wieder reingeklebt, einen habe ich fragmentiert, der ist in den letzten Wochen in den Shop gegangen. Und der dritte ist jetzt hier und soll hier ein neuer Mutterstock werden. Also der geht's auch gut. So, jetzt schauen wir noch mal ganz kurz auf die Euphilien. Acroporen waren ja immer so das Sorgenkind, weil die noch nicht so richtig gekommen sind. Hier sind aber auch richtig viele Euphilien mit im Becken. Und das hier ist jetzt eben aus diesem Acropora-Becken, ist das eine Dragon Soul, die hier steht. Und die Euphilien, die entwickeln sich, das ist eine Freude. Da können wir auch hier noch mal reingucken. Ich habe jetzt noch den Makroring auf der Kamera drauf, deswegen kann ich nur nah drauf und kann euch leider nicht so aus der Entfernung zeigen, wie groß diese Stöcke geworden sind, aber das ist schon geil, wie sich die Euphilien entwickeln. Das hier ist so eine, das ist die australische Dragon, Quatsch, nicht Dragon Soul, das ist die australische Black Torch. Alle wollen immer die indonesische haben, ja, die indonesische wächst aber nicht so schnell und von der australischen hatte ich halt noch. Deswegen steht die jetzt hier drin und dann haben wir hier so eine Bicolor Euphilien. Ich finde ja, Bicolor ist ein Euphemismus. Eigentlich ist es eine stinknormale Grüne und manche von den Bubbles färben halt nicht aus. Aber im Marketing sagen wir, it's not a bug, it's a feature. Ja. Statt dass man sagt, es ist nur Euphilia mit Farbdefekt. Bicolor, yeah, kostet gleich mehr. Quatsch. Ja, die ist grün, aber sie ist geil, weil die leuchtet echt hart. Also die hat eine richtig starke Fluoreszenz, die ist super. Okay, das ist jetzt keine goldene. Ihr wollt ja nur die goldenen, ne?
sowas hier. New York Knicks, jetzt weiß ich endlich mal, was eine richtige New York Knicks ist. Die hat nämlich ein grünes Center. Also kann man das sehen, da unten drin, da, tack, ja, genau. Knall, goldorangene Polypen, grünes Center, New York Knicks. Jawohl. So, und hier Holy Grail. Nicht die Banane, sondern die normale Holy Grail. Der geht es aber auch gut und sie wächst. Übrigens, diese Euphilien hier, bis auf die kleinen Ableger da, die sind tatsächlich nicht zum Verkauf. Also ich kriege mal wieder Anfragen, oh, kannst du nicht doch was abschneiden? Nein, kann ich nicht. Die müssen wachsen. Das ist hier für nachhaltige Zucht und deswegen gibt es davon auch leider erstmal keine Ableger. Da unten ist noch die, wie heißt die, Toxic Green, ne? Oder Atomic Green, ich weiß es nicht. Auch geil. Richtig lange Polypen, puschelt darum. Könnte ein bisschen schneller wachsen, aber ihr geht's gut. Ach, was ich euch noch erzählen wollte. Ich habe gerade so einen Narren an Zoas gefressen. Die wachsen hier nämlich auch sehr gut. Und ja, erstaunlicherweise oder erfreulicherweise scheint ihr ja auch ein starkes Interesse an Zoas zu haben gerade. Und deswegen besorge ich mir neue Arten. Juhu! Nee, ich habe beim Korallenschätzle bestelle ich immer ganz gerne Zoas. Die hat nämlich zu vernünftigen Preisen drin und schöne Ableger. Und jetzt habe ich hier gerade meinen Bestand etwas erweitert und noch neue Zoas dazugeholt. Die müssen jetzt auch erstmal wachsen, die richtig ankommen und sich ordentlich vermehren. Das sind die Fake Chili hier oben, die sind geil. Oh, so ein richtig schönes Quietschpink mit so große Polypen, dann mit so einem grünen Ring da drum. Die sind super. Hier haben wir Pac-Mans. Das sind auch mit welche meiner Lieblingszoas gerade. Mit diesem pinken Rand da drum rum, innen drin, der gelben Mundplatte. Die sind super. Noch mehr Rastas? Ich habe mir Rastas zu Hause ins Riff da reingesetzt, weil ich dachte, wenn sich da eine Zoa breit macht, dann bitte die, sag ich mal, so ein paar Stückchen von den Rastas mit rausgenommen, will dann hier die Zucht aufmachen. Das hier sind Fairy Munchers. Die sind auch super. Also sind super schön, gerade unter T5 zeigen die hier schöne Farben. Das Problem ist nur, die Fairy Munchers wachsen sehr schnell. Also wenn ihr sehr schnell ein Zoa-Becken voll haben wollt, Fairy Munchers. Und Goniuporen habe ich mir jetzt auch mal ein bisschen was gegönnt. Das sind jetzt nur kleine Ableger, ja. Die habe ich mir geholt, um hier langfristig was aufzubauen. Das heißt, das sind keine Tiere, die jetzt irgendwie abverkauft werden, sondern die werden jetzt einfach mal 2 Jahre an die Seite gestellt und dann gucken wir mal, was daraus wird. Falls ihr mal im Shop guckt, da sind gerade jede Menge Forest Fire und Superman Rhodactis drin. Die finde ich auch sehr schön. Die sind zweifarbig. Einmal in Rot-Grün und einmal in Orange-Grün. Was das hier wird? Mal gucken. Also hier habe ich ja noch kein Blaulicht drüber. Das ist ja einfach nur unter T5. Die sind auch ganz interessant. Jetzt habt ihr mal wieder einen Überblick bekommen, was gerade so in Birdside passiert, wie sich die Tiere entwickeln. Ich finde es spannend. Ich finde es toll, dass ihr das auch spannend findet und so lange dran bleibt bei diesen Videos hier. Und ja, auf diesem Weg wünsche ich euch einen guten Start ins neue Jahr und wir sehen uns bald wieder. Tschüss!